Neue Quest Friedhofsgärtner. Ja, ich meine, da kann auch froh sein, wenn wir die platt machen und dann hier noch Ansprüche stellen hier. Na gut, gucken wir mal, wie wir es machen. So, da haben wir dann hier diese Gruft. Und da höre ich auch schon Kobolde. Ah ja, da kommen schon welche an, ne? Na komm mal her hier. Ja, los, ach Kobold. Na. Ganz schön widerstandsfähig hier. Also wie der blockt, ne? Das ist echt der Hammer, ne? Also es ist echt. Kommt überhaupt nicht durch. Vor allem die Breitseite mal verpassen hier mit dem schleichenden Tod. So. Na, Jaffa aufpassen. Ach, der schießt auch noch hier. So. Ach, Gnofriedhof macht Jaffa immer traurig. Hier sind mehr Gräber gegraben worden, seit ich weggegangen bin. Ja. So, mal sehen. Wollen wir erstmal eben hier mal die hier mal im Plündern. Hier ist noch Gold. Silberteller, Gold. Na, Jaffa, dann komm mal mit. Und die Frage, dort sind noch Stimmen. Ich guck mal erstmal eben hier mal eben lang. Echt ziemlich gute Defensive, ne? Also traut man dem gar nicht zu. Die Quest haben wir. So, dann hier Muschel. Amulett. Ein Diebesamulett. Haben wir, glaube ich, schon, ne? So. Wir sammeln trotzdem mal eben alles ein, was wir hier finden. Da ist noch ein Smaragdring, ein Rum. Hier ist noch Pilz. Und hier haben wir. Da geht's noch nach oben. Hier ist noch eine Truhe unverschlossen. Einmal Fechtschwert, viermal Goldklee, zweimal Zähne. Da ist nichts. Hier auch nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Gold, ein bisschen Besteck. Na, Jaffa? Er nimmt da gar nichts mit. So. Gut. Hier geht's noch nach oben. Und da ist auch noch mal so ein Seiteneingang. Muss aufpassen. Das müsste ja nicht alles safe sein. Ne? Hier ist noch eine Truhe. Hier ist. Ah, das ist nur der Schatten. Hier ist noch irgendwie Kleinkram. Hier ist Spitzhacke und so. Ja. So, was haben wir denn hier? Da ist so ein Seil mit einem Loch in der Decke. Da unten waren wir. Und hier ist nichts weiter sonst, ne? Nein. Gut, dann haben wir das erledigt. Gehen wir mal zum Ziki zurück.
So. Alles klar. Na, Kollege. Die Kobolde machen keine Probleme mehr. Oh, Romy ist guter Klopper. Hier, du suchen dir etwas aus. Ich dir geben 150 Gold oder mein geliebtes Dingi. Was Romy wollen? Einschüchtern 60? Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ich will beides. Aber das ist nichts richtig, Homie. Das steht mir zu, also her damit. Menno! So, merkwürdiger Topf erhalten und 150 Gold. Dann haben wir jetzt einen Seelenpunkt verloren, aber wir haben auch die ganze Drecksarbeit gemacht und er möchte ja auch irgendwie hier den Ruhm für sich einheimsen, also... Was ist denn das für ein Topf eigentlich? Ich denke, das ist wahrscheinlich wirklich nur ein Topf, der nichts kann, ne? Plunder. Das ist inzwischen so viel, was wir hier haben. Hier der merkwürdige Topf. Es sieht aus, als wäre er mit Diamanten besetzt. 200 Gold wert. Gar nicht mal schlecht. Ja, Ziggy, ne? Man muss auch Opfer bringen. Hier den Teleporter, den wir mal eben aktivieren. Geht doch. So, Teleporter des Gnomdorfs aktiviert. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge erreicht. Ne? Also wir haben hier die Aurikulkis zurückgeholt. Wir haben den Friedhof haben wir klar gemacht. Den Gnomenfresser haben wir klar gemacht. Ich guck mal. Also gar nicht hier. Hier ist noch eine Höhle, wo wir noch nicht waren. Und wir waren hier in diesem Abschnitt noch nicht. Ich denke mal, dass wir die Runde mal machen werden. Hier ganz rum das noch mitnehmen und dann hier oben lang. Und dann müssten wir die Insel soweit eigentlich auch klar haben, denke ich. So, dann gehen wir mal eben hier lang. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in allen Höhlen schon waren. Ich guck mal eben. Also wir waren hier. Hier waren wir. Hat er noch was? Geh, Humi. Dieser Gno hat Sachen zu denken. Wir müssen ja die Münze ja auch noch irgendwie zurückbringen. Ne? Das ist ja die Geschichte hier gewesen. Haben wir hier... Zeki. Und dann haben wir hier... Mimak. Du komm auf Insel von Gno? Du haben keine fürchterliche Angst vor uns, Gno? Nee, warum? Warum sollte ich Angst haben? Wegen Taki. Wenn Gnome klauen, sie klauen mit Grund. Du klauen vom Richtigen und geben dem Falschen. Du kannst bringen Imperien zum Sturz. Die ganze Welt ist auf die Glücklichkeit der Gno angewiesen. Wenn wir nicht glücklich... Wir könnten vernichten die Welt. Etwas klauen hier, etwas geben da und schon tun sich alle hassen und wir, Gno, die Gewinner. Das hast du dir so ausgemalt, hm? Ich sage Wahrheit, Homie. Du dich besser vorbereiten. Ja, und wie kann ich mich vor euch schützen? Wenn du nicht wollen beklaut werden, du musst werden selber zum Klauer. Wenn Homie ein guter Thief werden will...
Ihr musst beachten verschiedene Dinge. Du darfst nicht sehen die Tasche, die du willst beklauen. Du musst werden die Tasche. Wie Wasser. Du musst sein wie Wasser, mein Freund. Ein guter Tiefsein ist Kunst, Homie. Kunst, die ich dir kann beibringen. Ja, dann lass uns doch mal erstmal im Handeln. Lass uns handeln. Jip, jip. So, was hat denn er hier? Eine Steinaxt. Schnitter. 35 bis 70. Was will denn er mit so einer Waffe, sagen wir mal, hier? Kracheisen. Hier, Ring des Gauners. Stichwaffen, Dolche plus 5. Proviant, Fusel, Grog. Dietrich. Ja, ich denke, es ist nichts, was wir nicht schon haben. Ich weiß gar nicht, verkaufen. Ich schau mal eben, ob wir irgendwas haben. Hier die Steinachs haben wir ja selber, die brauchen wir ja gar nicht, ne? Komm. Ich kann da nicht weg. Ich habe noch eine Streitaxt. Die können wir zu einer Streithacke noch aufwerten. Das wäre ja auch Hiebwaffen. Hiebwaffen plus 10, das ist gar nicht mal schlecht, das Ding, ne? 30 bis 75, behalten wir mal. Den Schnitter haben wir hier. Korsarenklinge. Kann auch nicht weg, ne? Offiziersdegen auf jeden Fall. Enterschwert brauchen wir ja auch nicht. Ich behalte es trotzdem mal. Vielleicht lernen wir das mit dem Schmieden ja noch. Also der Krabbenstecher kann auf jeden Fall weg. Den Kniebrecher haben wir ja angelegt. Zepter der Ahnen, das ist ja hier unsere zweite Waffe. Mit Voodoo-Magie plus 5. Der Degen, den lassen wir mal. Die Korsarenklinge kann eigentlich weg. Schnitter kann auch weg. Schattenspiel würde ich mal behalten, weil wir den noch hier bearbeiten können. Hier zu dem Weltenspalter. Das ist auch eine ordentliche Waffe, auch wenn es Schwerter ist, was wir nicht verfolgen. Aber wir lassen das mal eben. Dann haben wir hier eine ganze Menge hier von den Armbrüsten. Dann haben wir die normale. Und die Schädelarmbrust, dann nehmen wir mal, also die ist ja hier besser. Dann verkaufen wir mal die hier. Die Knarren können beide weg. So, wir haben die verstärkte Pistole angelegt. Ne? Schaden 50, Pistolen plus 5. Dann kann die im Prinzip weg, die langläufige. Die doppelläufige kann im Prinzip auch weg. Die Mörserpistole ist Schrott, die lasse ich mal. Wenn sie Bronzeknarre ist, besser. Dann machen wir die weg und die abgesägte. Die macht, das ist auch Schrott. Macht mehr Schaden, hat aber weniger Wert. Die hier hat kritische Treffer. 5. Bonus. Ich behalte mal die abgesägt und die Bronzeknarre tue ich mal weg. Wir haben die ganzen Sachen von dem Morgen ja auch bekommen. Hier, guter Kapitänsmantel, Morgensmantel, das ist gleichwertig mit unserer Ausrüstung, die wir schon haben. Ne? Die Stiefel hier von Morgen sind klingensicher 5.
Die sind noch ein Tick besser, die könnten wir mal tauschen. Dann haben wir hier doch noch eine Menge von dem Silberzeugs, ne? Hier die ganzen Perlen zum Beispiel, die können doch eigentlich alle weg, oder? Okay, alle weg. Hier den Pokal. Kann auch weg. Schatulle. Alles weg. So, das behalten wir mal. Hier das Jagdhorn. Kann eigentlich auch alles weg, ne? Kerzenhalter kann weg. Das Trinkhorn, das kann auch weg. Goldteller weg. Hier den Becher weg. Hier haben wir noch eine Büste. Goldene Schale weg. Das Zepter weg. Hier die Krone, das kann alles weg. Die schwarze Perle. Komm, ich behalte mal eine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ich behalte mal zwei. Ob wir die nochmal irgendwie brauchen können. Und haben jetzt schon 18.000 Gold. Hier die Diamanten brauchen wir, glaube ich, zum Schmieden. Die würde ich mal behalten. Und auch hier das alte Wissen zum Beispiel. Das würde ich alles mal nochmal lassen. Hier auch Horn zum Beispiel. Ja, das ist für Tränke. Das lassen wir. Und den Rest hier, ja, das lassen wir auch hier. Messer weiß ich gar nicht. Hier brauchen wir vielleicht nachher noch zum Schmieden. Den Krug weiß ich gar nicht. Der kann auch weg, oder? 22 mal weg. Der ist ja auch nur ein Wert. Die Gabel, das kann alles weg. Löffel kann weg. Messer, aber weiß ich nicht genau. Schreibfeder, Meißel. Na komm, die paar Sachen, die lassen wir nochmal. So, Handel akzeptieren.